Ja, ich sage immer die Wahrheit, das wissen Sie. Und deshalb sage ich auch die Wahrheit zum Thema Europa. Was fällt mir dazu ein? Europa ist nicht nur ein Kontinent. Europa ist eine Wertegemeinschaft für mich. Und die Werte Frieden und Freiheit, die lohnen sich doch allemal, wenn wir sie bei der Wahl vertreten. Also 26. Mai, Europawahl, Pflichttermin. Hallo. Ich gehe am 26.05. zur Europawahl. In zahlreichen Bereichen bestimmt die EU und damit das Europäische Parlament unseren Alltag. Lasst uns gemeinsam Europa gestalten. Europawahlen. Wer nicht wählt, kann hinterher auch nicht meckern. 15 Sekunden, um zur EU-Wahl zu animieren. Das ist ja wohl viel zu kurz. Die europäische Idee ist viel zu großartig, um es auf diese knappe Zeit zu raffen. Deshalb halte ich mich jetzt nur an Fakten. Für jede nicht abgegebene Stimme zur EU-Wahl stirbt ein Einhorn. Willst du dafür verantwortlich sein? Ich glaube nicht. Also, geht wählen. Es ist wichtig. Echt jetzt. Das mit dem Einhorn stimmt übrigens. Habe ich recherchiert. Ich bin Journalist. Hier ist der Dodo Kai oder auch Dodo Kai auf Neudeutsch. Ich gang am 26. Mai zur Europawahl, weil ich es et so mach wie viele andere Leute, die sagen, ich gang et wählen, ich klotz lieber ins Facebook rein und reg mich hinterher auf, wenn es eine dackelhafte Partei geworden ist. 26. Mai, Europawahl, Grätzle machen. Es reicht nicht mehr, auf eine bessere Zukunft zu warten. Wir müssen Verantwortung übernehmen. Gestaltet die europäische Demokratie aktiv mit und setzt eure Stimmen bewusst ein. Nur dann kann ein Europa mit einer starken Demokratie gewinnen. Geht am 26. Mai für Europa wählen. Liebes Internet, es ist doch ganz einfach. Demokratie lebt von Beteiligung. Und wenn du weiterhin in Freiheit und in Sicherheit leben willst, dann musst du am 26. Mai auch dafür stimmen. Es ist echt nicht so schwer. Dein Nektarius Vlachopoulos. Wegfall der Roaminggebühren, einheitliches EU-Reiserecht, einheitliche Rechte beim Online-Shoppen. Das sind nur drei Gründe, warum die EU nicht nur ein großes Friedensprojekt ist, sondern auch ein großes Verbraucherschutzprojekt. Knapp zwei Drittel unseres Rechts basieren auf EU-Regelungen und die wiederum macht das Europäische Parlament, was wir am 26. Mai wählen dürfen. Also ab zur Europawahl und liebe Schwaber, Wähler kostet nichts. Setzen auch Sie ein Zeichen für Europa. Ein Zeichen der Partnerschaft und Einheit über die Grenzen hinweg. Ein Zeichen für ein selbstbewusstes Europa. Am 26. Mai ist Europawahl. Gehen Sie wählen. Vielen Dank, Ihre Miriam Mack.